eine Räumung von Lützerath überhaupt ansteht, das ist auch noch nicht klar. Laut Polizei wäre dafür eine Vorbereitungszeit von 8 Wochen nötig. Die laufende Rodungszeit, die geht allerdings auch nur noch bis Ende Februar. Unverhofft kommt oft. Ist ja so eine Phrase, die eben ab und zu schon auch mal stimmt. So könnte man nämlich den Aufstieg der Aachener Formationstänzerinnen und Tänzer in die Bundesliga beschreiben. Zweitligist Schwarz-Gelb, die profitierten von der kurzfristigen Absage eines anderen Vereins. Und damit waren sie eben wieder erstklassig. Und das heißt dann auch, ab zu den deutschen Meisterschaften. Die waren jetzt am Wochenende in Bremen. Einziges Problem dadurch, das war alles relativ kurzfristig. Heißt, die Aachener hatten viel weniger Zeit zu trainieren als die anderen Teilnehmer. Unter den 8 teilnehmenden Mannschaften der deutschen Meisterschaft war man dadurch natürlich nicht Favorit, sondern eher das Gegenteil. Deshalb aber auch das bescheidene Ziel, mindestens mal 2 Teams hinter sich zu lassen. Hat das geklappt? Endlich mal wieder auf dem großen Tanzparkett gegen die etablierten Konkurrenten. Nichts zu verlieren, alles zu gewinnen. Rang 6, das Minimalziel der Aachener Formation. Allein das Aufwärmprogramm treibt selbst fittesten Sportlern die Schweißperlen auf die Stirn. Auch Angelina Schmidt, sie ist Intensivmedizinerin an der Aachener Uniklinik, seit 8 Jahren im Team von Schwarz-Gelb. Also es ist tatsächlich so, dass das Aufwärmen uns einfach auf Temperatur bringt, dass das uns vorbereiten soll. Und das ist beim Tanzen dann die 6 Minuten, das ist voll Power, das ist, da geht's richtig rund. Würde ich sagen, Probezeit läuft ab jetzt. Freitagabend, 20 Minuten Zeit, sich an die riesige Bremer Arena zu gewöhnen. Die Stellprobe dient dazu, sich zu orientieren. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Paare suchen sich Fixpunkte in der Halle, denn die Linien, die die 8 Paare später den Schiedsrichtern und Zuschauern präsentieren, die müssen stimmen. Das ist ein wesentliches Kriterium für erfolgreiches Formationstanzen. Zeit rum, danach die Kritik vom Trainer. Das ist absolut. Ne? Und ihr seht so geil aus der Fläche, Mädels, das ist fucking fassbar gut. Also, ich stehe da oben und ihr kommt da vielleicht und so, alte Scheiße, was geht da ab? Ihr seht so geil aus, wirklich absolut. Der Griff in den Schminkkasten folgt, um den Eindruck noch zu verstärken. Am Samstag geht's schon in der Früh los, die Damen legen Farbe auf. Abenteuerlich sieht die Verwandlung bei den Männern aus. Es muss auf Entfernung, es muss auf Distanz wirken. Das kann man gar nicht so mit den Kameras einfangen. Von der Nähe sieht das total extrem aus und vom Weiten ist es kaum sichtbar. Also man braucht diese Kräftigkeit in den Farben. Je näher der Turnierstart rückt, desto bunter wird es. Das Trainergespann als Spiegelhalter. Wir sind mega stolz, bei der Deutschen Meisterschaft natürlich dabei zu sein. Und in der Kürze der Zeit, die wir jetzt wussten, dass wir dabei sind, haben wir eigentlich die Mannschaft sehr, sehr gut auf das Turnier vorbereiten können. Ja, und der Mannschaft hat es wehgetan, bestimmt die letzten 3 Monate uns weniger. Ja, definitiv. Aber wir sind stolz drauf und wir nehmen das, was kommt. Normalerweise müssen sich Aufsteiger hinten anstellen. Aachen ist aber frech, hält im Wechsel der Tanzpositionen die Reihen. Fast immer sind die Paare synchron. Der Cheftrainer selber war als Tänzer Anfang der 90er Jahre Weltmeister mit der Aachener Truppe. Hier vielleicht der Start, an alte Erfolge anzuknüpfen? Gänsehautmoment danach. Jubel hinter der Bühne, Ziel erreicht, Platz 6 sicher, Riesenerfolg. Ich freue mich. Wahnsinn. Und das, wo an den Poren so viel stand und die Aufregung, keine Ahnung. Ja, aber, ja. Weniger überraschend, Bremen mit Trainer Roberto Albanese verteidigt seinen DM-Titel. Das Team ist sowas wie Bayern München im Fußball, Serienmeister. Im März wird in Aachen ein Bundesliga-Turnier getanzt. Mal sehen, ob Schwarz-Gelb Aachen den Abstand zu den Bremern dann noch weiter verkürzen kann. Ja, wir drücken auf jeden Fall.